Da ist er. Viel zu früh. Nein, aber das ist, versteht mal, ja. Reden kann jeder, ja. Das Tun, das ist das Wichtige, ja? Und nicht das Reden, ja. Also wenn ich daran denke, wo ich hätte überall einziehen sollen und wo ich, wenn ich denn gesagt habe, ich komme, dann ging das auf einmal nicht mehr. Ja, was ist denn das für eine Scheiße, Mann, ja. Gut, bei dem Teichmann weiß ich, da kann ich hin. Das ist auch kein Sprücheklopfer, ja. Bloß ich habe ja noch keine Gelegenheit gehabt, mir das Zimmer anzusehen. Und ob's muss mir auch ein bisschen gefallen, muss ich mir schon, ja. Weil, warum? Naja, mittlerweile komme ich ja hier klar, ja. Endlich. Klappt wunderbar jetzt. Wenn das so bleibt, habe ich es auch nicht mehr eilig, weil dann kann ich hier ganz gemütlich warten, bis ich hier eine Wohnung finde. Ja, weil ich ja wegen der, nein, nicht nur wegen der Hunde, sondern auch wegen Jochen hier bleiben will. Am Arsch der Welt. Wieso am Arsch der Welt? Was erzählst du denn da? Ich bin jetzt 40 Minuten am Zoo. Der erzählt eine Scheiße. Ja. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ich finde das so geil, dass ich da, ich staune immer, ja, ich kicke immer, ob es da noch Leute gibt, die ich von früher kenne, ja. Aber da laufen jetzt komischerweise auch Weiber rum, also jede Menge. Das war früher nicht so. Früher waren nur die Jungs. Ja, nur Jungs. Und die Fixer. Die sind übrigens immer heute noch da, ja? Die Fixer. Ja, und die Polizei ist komischerweise auch wieder am selben Ort. Ja, es ist voll die Härte, was da abgeht in Berlin. Ja, das ist schon sehr traurig. Also, wenn ich nicht muss, bleibe ich hier. Das ist ja wohl klar. Ja. Warum? Naja, hier ist gemütlich. Und ich stehe auf Gemütlichkeit. Ich bin ja in dem Alter, wo man drauf steht. Okay, ciao. So geil. Juhu!